Alter, vielleicht tut er denn nichts. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht rausfinden, bin ich ganz ehrlich. Hallo? Ah, wie süß. Geh mal weg. Okay. Halleluja! Hallo Torlas! Und willkommen zur Let's Play Live Show noch an alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Verwaltung, Fabrik, E-Werk, Kommunikationszentrale, da muss ich hin. Kommunikationszentrale, wo bin ich denn hier? You are here. Ja. Das müsste ja normalerweise links von mir sein, irgendwie dahin zu kommen. Links über die Treppe. Also da irgendwie in die Richtung, oder? Die Treppe ist es gemeint, ich weiß es jetzt nicht. Soll ich das wieder anfassen? Ich weiß es nicht. Was man hier alles machen kann. Lockdown. Hallo? Einloggen. Ich habe gar keine Dings, ich habe gar keine ID. Ich weiß gar nicht woher. Lass mal gucken, hier auch. Da muss ich erstmal gucken, ob ich irgendwo eine ID finde. Um den Computer zu benutzen. Kann ich was greifen, aber das ist nur Bauteile. Hier mal wieder was zu lesen, glaube ich. Ja. Sehr beruhigend auf jeden Fall. Kann man nichts drauf erkennen, ne? Verdammt. Ich dachte, da steht irgendwie eine Zahlenkombination, aber die steht hier leider nicht. So, der will doch nur spielen. Ja, ich glaube auch, dass er nur spielen will. Der Schalter wird wahrscheinlich für die Tür sein. Die lasse ich noch zu. Sicher ist sicher. Okay. Mal raus hier mit der Scheiße. So. Verdammt, so, da ist auch nichts. Bin mal gespannt, ob wir irgendwo die Zahlenkombi finden. Ich meine nur, sah nicht sehr einladend aus, deswegen habe ich einfach... Ich wollte mir nur die Nase jucken. Deswegen wollte ich da einfach mal die Tür wieder zumachen. Offline, offline. Was ist denn heute los hier? Ich verstehe das nicht. So, auf Wiedersehen. Ja, du kannst ihn nicht bewegen. Schau mal, ob ich irgendwas tun kann für dich. Hier, nimm die, hier, nimm das hier. So, hier, da hast du. Da, hier. So. So, Licht aus, Feierabend. Ja, ich kann, was soll ich denn hier machen? Ist, ja, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht, hier offline, online, Warnung. Was soll ich denn bitte machen? Ah, ist schon geil gemacht, muss ich echt sagen. What are you? Are you blind? It's me, Carl. Carl Semkin. Wrangler.
Any of this sound familiar to you? I know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard staying a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. So, where are you, exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy! Okay, I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here! See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields and... That's my last clear memory. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots are too unaware to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know? Did you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but nah, pretty far-fetched. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. I'm really hurting here. Go get some help. Find someone who can help. Ja, ja, machen wir. Wir gehen Hilfe holen. Okay, also der Roboter meint, er ist eine Maschine. Soll ich das wirklich tun? Ich weiß nicht, ob ich einfach einen Schalter umlegen soll, was dann passiert. Und ob ich einfach zu Hause auch Gegenstände einfach um die Gegend werfe. Ja. Wie ist, ohne zu spoilern, bitte, Schnoggi? Sehr geil. Sehr geil, vor allem auch sehr atmosphärisch. Also, Atmo, definitiv, spiel das Ganze mit Kopfhörer voll aufgedreht und du wirst deinen vollen Spaß haben. Also, meiner Meinung nach, also meine Erwartung ist auf jeden Fall sehr getroffen. So wie ich es mir eigentlich schon gedacht hatte. So. Ach, ich ziehe einfach mal den Hebel, schauen wir mal, was passiert. Oh oh. Nein, 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 nein. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Ich wusste. Just get me a doctor. Ja, 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 ja. Wouldn't a mechanic make more sense? You're trying to be fucking funny? Get me a medic. Ja, ist ja gut. But you're a robot. Really? The robots have legs, hands, a face. You're delusional. Okay, calm down. I won't... Get some fucking help. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass er, also wie gesagt, er ist ja der Meinung, er ist ein Mensch, aber wir sehen ja, dass er ein Roboter ist. Kann es vielleicht sein, dass er auch vielleicht ein menschliches Gehirn in sich trägt? Das ist alles diese Arbeit von dem Doktor, wie hieß er nochmal? Dr. Monchichi ist? Vielleicht deswegen? Das kann natürlich sein. Ja, wo gehe ich jetzt lang? Jetzt da lang oder da lang? Ich gehe mal da lang. Verdammt. Okay. Oh God, he's dead. He's dead. Ja, er ist tot. Definitiv. Samken Karl. Ah, der hat eine ID-Nummer, ne? ID 0722. Probieren wir mal einen Computer aus. 0722. So, warte mal. Ändern. 0722.
722. England als Karls Semken. So, E-Mail. So. Was haben wir dann? Epsilon, automatisch Betrieb. Stromproduktion wurde gesichert. Wir haben die Fabriken versiegelt, damit das Werk weiterläuft. Alle überflüssigen Systeme wurden abgeschaltet. Sollte jemals irgendjemand zurückkehren müssen, dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussregler quasi am seidenen Faden hängt. Wenn der Schalter umgelegt wird, ist das dann wahrscheinlich gewesen. Wir sind weg, Karl. Karl! Achso, wir können... Warte mal. Wir können auch senden, die E-Mail. Machen wir das mal. E-Mail nicht gesendet. Verbindung konnte nicht... Achso, okay. Ja, dann nicht. So, Power Manager. Kommunikationszentrale. Lager. Ach so, Lösung gefunden. Schalten Sie einen der hervorgehobenen Sektoren ab, um den Strom zur Kommunikationszentrale weiterzuleiten. Hat Lösung gefunden. Schalten Sie einen der hervorgehobenen Sektoren ab. Okay, machen wir mal das Lager nochmal. Und dann gucken wir mal. So. Alter, dass hier aber auch keine Taschenlampe findet, ne? Was haben wir hier? Ah, oh, wenigstens Lichtschalter, das ist schon mal super. Lichtschalter sind ja viel wert im Spiel. Eine Kurzfeststellung der CCRV-7 Blackbox. Diese Blackbox ist ein Präzisionsinstrument zur Beobachtung ihrer allgemeinen Verfassung. Sie misst vierlei Daten von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Diese Informationen werden kontinuierlich an VAU gesendet, der Aufsichtseinheit von Pathos 2, damit ihnen die Station in jeder Situation das angemessene Klima bereitstellen kann. Für optimale Leistung folgen Sie bitte den Auto-Injektoren Anweisungen. So stellen Sie sicher, dass das Implantat ordnungsgemäß angewandt wird. Ein Implantat. Aha. Also ist ein Implantat in den... Ja, ist ja gut. In den Köpfen drin. Und dann kann ich natürlich vermuten, dass es dann wirklich... Was man zum Dings... Zum Roboter... Oder beziehungsweise umformulieren werden kann. Oder umgebaut werden kann. Und man gar nicht mitbekommt... dass man ein Roboter ist, sondern dass man trotzdem noch das Gefühl hat, man ist ein Mensch. Meine Theorie jetzt gerade mal. Wisst ihr was? Ich fasse dieses Ding jetzt wieder mal an. Mal gucken, was passiert. Den Finger ins Loch stecken. Ob das so eine gute Idee war? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja gar nicht, was es bringt. Oder ist das vielleicht zum Speichern des Spiels? Kann das vielleicht sein? Und wo... Ach ja, wir kamen von unten, ne? Workshop, hier ist das Lager. Da waren wir aber schon. Dann gehen wir nochmal da hinten weiter. So. Lecker. Ich bin gerade sehr mutig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aha. Was steht da? Row Control. Kommen wir noch nicht rein, ist noch rot. Hier sind schon wieder so Anzüge. So, Theta, sofort umkehren. Wir haben Epsilon versiegelt, um den weiteren Betrieb zu gewährleisten. Vermasselt es nicht. Azaro. Karl war nicht mein Fehler. So, warte mal, erstmal umdrehen. Da steht nichts drauf, okay. So.
So, Azaro Amy 0735. Da haben wir wieder eine neue ID. 0735. Da gehen wir nochmal gucken. Heißt sie an wie ein Roboter beim Laufen? Ich glaube nicht. Also. Nee, also der Roboter hört sich glaube ich anders an. So. Dann wollen wir mal. Also 0735. Eingeloggt als Amy. So, Status. Maximale Kapazität 710 Megawatt, Produktionsstand 60%, Frequenz 30 Hertz, Spannung 96 Volt, Eventlocking-In, durchgebrannter Hitzeschild bei Abzugsschacht, Turbine überhitzt, Erdbeben unterbricht Platikau-Kanal, Direktwirkung, blablabla, okay. Analyse. Ausloggen, okay. So viel stand da jetzt auch nicht. Meine Güte, weg mit der... Hey! An sich selbst aufstellender Bildschirm. Gleich mal Patent anmelden. Ich finde aber nicht, dass ich mich anhöre wie ein Roboter, muss ich sagen. Nee, also ich glaube nicht. Zeppelin Cargo Transport. Okay. Glaube ich, sollte diese Tür, glaube ich, nicht öffnen. Ich gehe erstmal hier schauen. Was haben wir denn? Okay. Dann machen wir sie einfach mal offen. Ja, funktioniert ja anscheinend nicht. Ist ja super. Hat ja super geklappt. Mind your head. Mhm. So. La la la. La 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 la. Dann müssen wir den Strom dann doch ein bisschen umleiten, um vielleicht in einen anderen Raum reinzukommen. Na dann vielleicht wie ein leichter Roboter. Das kann natürlich auch sein. Mein Gott, diese Stühle, ne? Das ist unfassbar, dass sie immer im Weg stehen. Zu wenig Strom gefunden? Achso, das geht ja sowieso nicht. Lager haben wir schon mal hier den Stromzuflussregler. Ich würde sagen, es läuft Flex. Ja, ich glaube ja. Na, der liegt immer noch da. Wo geht's denn hin? Comcenter? Was ist denn das Comcenter? Okay. Ich blick bei der Karte gar nicht durch, bin ich ganz ehrlich. Hä? Nein, ich will... Das funktioniert nicht, das funktioniert auch nicht. Lager hatten wir ja schon, ne? Was öffnet sich denn dann mit Lager? Weil da öffnet sich irgendwas. Kann das sein, dass sich hier irgendwas öffnet? Aber ich glaube nicht, oder?
Ja, ist doch gut. Das hatten wir schon. Was hört sich immer so, als ob das hier auf der rechten Seite wäre, als ob sich da was öffnet. Also zumindest in den Kopfhörer. Okay. Ja. Hätte wäre jetzt auch so meine Lösung erstmal gewesen, mal den Roboter nochmal fragen, ob der was irgendwie was zu sagen hat, vielleicht. Ja, ist ja gut. Don't touch me. Ich grill dich einfach gleich. Fertig. Kannst du zusehen. Das ist unser einzigster Freund hier. Ich hab sonst niemanden. Ja, ist ja gut. Verdammt, aber was öffnet sich denn bei Lager? Oder ist es hier Storage? Aber das ist alles nur Krimskrams hier irgendwie. Das hatten wir schon gelesen gehabt, dass... Hey, ein Helm! Erstmal aufsetzen. Aber hier ist sonst auch nichts drin irgendwie. Stromzuflussregler. Wo ist denn nochmal der Stromzuflussregler? Wir sind da. Workshop ist da, Storage ist da. Assembly B ist da oben. Ich werde aus der Karte irgendwie nicht schlau, bin ich ganz ehrlich. Lies mal den Zettel beim PC. Warte. So, Lockdown-Prozess. Lockdown-Voreingang eingeleitet. Für Details bitte Terminals prüfen. Lockdown-Vorgang. Soll mir das irgendwas sagen? Lösung gefunden. Scheinen Sie bei einer der hervorgehenden Sektionen ab, um den Strom zur Kommandozentrale umzuleiten. Das heißt doch, wir sind da. Da hinten ist der Flur. Wo der grüne... Warte mal. Das müsste doch... Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Flow Control auf der Karte. Oh, wir sind schlauer, ja. Das müsste hier hinten sein. Aber in die Tür kommen wir, glaube ich, nicht rein, ne? War doch so, oder? Ja. Ja. Den Schalter müssen wir umlegen. Und den Schalter bei dem Roboter. Jetzt ist natürlich die Frage, könnten wir das umgehen, dass wir ihm damit nicht wehtun? Aber ich sehe jetzt keine andere Lösung, als wie... ja, den Abend zu grillen. Es tut mir leid. Unser einzigster Freund. Es tut mir so leid. Ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid. Ich muss es tun. Es tut mir leid. Entschuldige. Da kann ich ja jetzt irgendwas umschalten. Stromstatus hat sich geändert.
Kommunikationszentrale eingeschaltet. Oh, Alter, ist das fies. Ist das fies. Oh, ist das fies. Ist das fies, jetzt ihn da zu grillen, während wir hier durchkommen. Ist das gemein. Ist das gemein. Spiel speichert. Defekte Daten gefunden. Dateien wiederherstellen? Jo, machen wir mal. Prost zusammen.